Hallo und schönen guten Tag. Herzlich willkommen zum dritten Teil einer monströsen Logarithmus-Funktionenschar. Der zweite Teil hat damit geendet, dass ich über die Grenzwerte referiert und die Grenzwerte auch mit Hilfe von GeoGebra dargestellt habe. Wir kommen zum nächsten. Und zwar eine kleine Aufgabe: Welche Wendetangente schneidet die y-Achse bei 0 minus 4? Wichtig bei solchen Sachen ist, dass man genau den Text liest. Welche Wendetangente? Das ist das erste Wort, über das man stolpern kann. Ich denke mir mal, dass ihr alle wisst, was eine Wendetangente ist. Moment. So, jetzt habe ich's. Erstmal sieht eine Wendetangente so aus. Es ist eine Tangente, also eine lineare Funktion, y gleich mx plus n. Und wir werden die Aufgabe haben, m und n zu bestimmen. Die hier gesuchte Wendetangente steht erstmal im Text, geht durch 0 minus 4. Das heißt, ich darf den Punkt 0 minus 4 einsetzen. Hier kann man das Minuszeichen nur sehr schlecht lesen. Minus 4 gleich m mal 0 plus n. N gleich minus 4. Also habe ich schon mal y gleich m mal x minus 4. Da die Tangente Wendetangente ist, bedeutet das, dass sie durch den Wendepunkt geht. Ja, das ist eine Wendetangente, eine Tangente im Wendepunkt des Graphen. Den Wendepunkt habe ich im zweiten Teil, glaube ich, hergeleitet. Ja, muss der zweite Teil gewesen sein. Den Wendepunkt habe ich hier einfach übernommen. Und ihr seht, ich habe einen x-Wert, e durch a, und einen y-Wert, 1 minus a. Und diesen x- und y-Wert setze ich in die schon mit minus 4 vereinfachte Gleichung ein. Also habe ich 1 minus a ist gleich e durch a mal m minus 4. Zweiter Teil. Und weil sie Wendetangente ist, das ist ein ganz versteckter Hinweis, ist ihre Steigung genauso groß wie der Wert der ersten Ableitung an dieser Stelle. Muss man sich nochmal vor Augen führen, zu Gemüte führen, als man ganz am Anfang der Differentialrechnung. Ich habe einen Wert und soll an dieser Stelle die Steigung ausrechnen. Dann nehme ich normalerweise die erste Ableitung hier und setze diese Stelle ein und bekomme dann die Steigung des Graphen heraus. Die Steigung des Graphen ist aber gleichzeitig die Steigung der Tangente an diesen Graphen und deshalb kann ich hier dieses m bestimmen. Das habe ich einmal gemacht aus dem zweiten Teil, habe ich einmal hier die zweite Ableitung übernommen, die erste Ableitung, pardon, habe das e durch a eingesetzt, das war 2 mal ln a mal x durch a. Hoffentlich habe ich da keinen Fehler gemacht. Nee, das ist richtig, jetzt weiß ich es doch wieder. Und ich rechne aus, ln a mal e durch a ist ln e, das ist 1, und dann habe ich 2 mal a oben stehen. Ich multipliziere mit dem Kehrwert e durch a, also mal a durch e, steht hier mal a durch e, also 2 mal a durch e ist mein m. M gleich 2a durch e. Insgesamt erhalten wir also, ich scroll nochmal hoch, da war es, 1 minus a gleich e durch a mal m minus 4, 1 minus a gleich e durch a mal 2, a durch e minus 4, das war das m. Nächste Seite, ihr könnt es ja anhalten. Nochmal zurück. Ich bekomme also, da stimmt irgendwie was nicht, so genau, ich habe mich schon böse erschrocken. Ich kann den Ausdruck vereinfachen, 1 minus a, e durch a mal 2a durch e, habe ich eingesetzt, das e kann ich kürzen, das a kann ich kürzen und ich bekomme 1 minus a gleich 2 minus 4 oder a gleich 3. Das ist also die gesuchte Wendetangente. Moment, ihr seht sie gleich wieder. Für a gleich 3 habe ich die Gleichung der gesuchten Wendetangente. Da habe ich mich verschrieben, das habe ich
Weggepackt. Y gleich 2a durch e mal x, das ist wieder mein m, was wir eben ausgerechnet hatten. Minus 4 mit a gleich 3 habe ich y gleich 6 durch e mal x minus 4. So, Ortskurve. Nächste Aufgabe. Wir bestimmen die Ortskurve der Extrema. Habe ich schon einmal in meinem Video über Ortslinien, ist das gleiche vorgemacht. Und zwar Ortskurve der Extrema bedeutet, dass ich die erste Ableitung hier, ich glaube, inzwischen habt ihr euch daran gewöhnt, dass das immer wieder verschwindet, dass ich die erste Ableitung hier nach a hin auflöse. Ich übergehe das hier einmal, komme ich gleich zu. Hier ist die erste Ableitung. Die löse ich nach a hin auf, ganz formal. Ich multipliziere mit x, dividiere durch 2, hole die e-Funktion aus meiner rechnerischen Zauberkiste, um den Logarithmus zum Verschwinden zu bringen. Und hier jetzt eben aufpassen, ich brauche nicht den Kandidaten, sondern das a, a gleich 1 durch x. Und das setze ich in die Ausgangsgleichung ein, also in fa von x. Das habe ich hier einmal gemacht. Und dann erhalte ich 1 durch x mal x gibt 1, ln von 1 ist 0 und es bleibt hier hinten stehen, minus a war ja und a ist 1 durch x als Ortskurve der Extrema. Das möchte ich einmal, habe ich ja schon im zweiten Teil darauf hingewiesen, mit dem Programm GeoGebra einmal anschaulich da machen. Ich habe das hier einmal aufgerufen. Das ist die Funktion, die dort steht. Und ich muss jetzt einmal den Extremwert bestimmen. Dazu klicke ich hier unten hin. Ich habe hier unten drauf geklickt und hier poppt so ein Ding auf alle Befehle. Ich suche mir einmal Funktionen und Analysis heraus. Und ich möchte einmal das Extremum haben. Jetzt seht ihr hier unten, ich habe zwei Möglichkeiten für ein Extremum. Entweder ich gebe eine Polynomfunktion ein, also x hoch 3 plus x Quadrat. Das haben wir hier leider nicht. Bei einer anderen Funktion muss ich die Funktion eingeben, einen Startwert und einen Endwert auf der x-Achse. Die Funktion, das Programm sucht dann nach einem anderen Verfahren. Den Extremwert passt aber relativ prima. Ich markiere das mit einem Linksklick, drücke auf Einfügen und muss jetzt hinschreiben, Klammer auf, ln von Klammer auf a mal x, Klammer zu, hoch 2 minus a. Und jetzt muss ich gucken, ich muss ein Komma eingeben, Komma. Wir fangen einmal bei 0,01 an. Dann muss ich wieder ein Komma eingeben und gebe einmal, ja, ihr seht hier, dass der Extremwert ist immer in diesem Bereich. Ich gebe einmal 4 ein, drücke die Eingabetaste und jetzt seht ihr, an dieser Stelle für a gleich 1,81, weil der Schieberegler auf 1,81 steht, habe ich den Extremwert. Für diesen Punkt, da gehe ich mal mit der Maus drauf, mache ich jetzt einen Rechtsklick und Spur ein. Und wenn ich jetzt den Schieberegler betätige, ach, das brauche ich nicht mehr. Ich gehe hier unten wieder hin, mache das weg, habe ich etwas mehr Platz. Und wenn ich jetzt den Schieberegler betätige, dann seht ihr, dass die Spur des Minimums eingezeichnet wird. Wir hatten herausbekommen als Funktion minus 1 durch x, minus 1 durch x, gebe ich mal ein. Ja, x kleiner 0 vernachlässigen wir und ihr seht tatsächlich alle Punkte, so schön wie man das hier sehen kann, liegen auf diesem Graphen minus 1 durch x. Ja, das ist eine wunderbare Kiste. Und da meine 10 Minuten um sind, ist immer Maximum bei mir. Ich muss mir immer einen Schluck Mineralwasser zwischendurch trinken, weil ich so viel rumlaber. Mache ich eine kurze Pause und mache dann das nächste Video. Tschüss, bis gleich.